Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns Cauchy-Folgen an. Beginnen wir doch gleich mit der Das-Geschichte. Cauchy war ein französischer Mathematiker. Er benutzte im Cours d'Analyse, welches er 1821 veröffentlichte, das Cauchy-Kriterium für Reihen, das analog auf Folgen angewendet werden kann, um ihre Konvergenz zu zeigen. Ein echter Beweis dafür, dass Cauchy-Folgen in R konvergieren, gab er jedoch nicht. Bernard Bolzano hatte 1817 bewiesen, dass der Grenzwert einer Cauchy-Folge eindeutig bestimmt sein muss. Allerdings setzen Bolzano und Cauchy die Existenz dieses Grenzwertes in R als gegeben voraus. Erst als Eduard Heine und Georg Cantor die Theorie der reellen Zahlen mit der Konstruktion von R aus Q begründeten, wurde dieser Mangel behoben. R ist dabei eine Menge von Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen. Wir kennen die Definition einer konvergenten Folge. Nun wollen wir lediglich bestimmen, ob eine Folge konvergiert oder nicht. Den Grenzwert kennen wir nicht. Entsprechend ergibt sich die Frage, wie können wir zeigen, dass eine Folge konvergiert, ohne deren Grenzwert zu kennen. Dazu schauen wir uns die Definition der Konvergenz und der Cauchy-Folge an. Bei der Konvergenz betrachten wir den Abstand jedes Folgengliedes zum Grenzwert. Dabei soll der Abstand für fast alle Folgenglieder kleiner Epsilon sein. Fast alle bedeutet, dass nur abzählbar viele Glieder nicht in der Epsilon-Umgebung befinden und unendlich viele Glieder innerhalb der Epsilon-Umgebung. Bei der Cauchy-Folge soll der Abstand zweier Glieder kleiner Epsilon sein und das für fast alle Folgenglieder. Für das bessere Verständnis betrachten wir dies im kartesischen Koordinatensystem. A ist der Grenzwert der Folge. Bei der Konvergenzdefinition betrachtet man den Abstand vom Folgenglied zum Grenzwert A. Ab einem gewissen Groß N befinden sich unendlich viele Folgenglieder innerhalb der Epsilon-Umgebung. Die Epsilon-Umgebung kann beliebig klein gewählt werden. Bei konvergenten Folgen befinden sich dann immer noch unendlich viele Glieder in der Epsilon-Umgebung. Nur endlich viele Glieder befinden sich außerhalb der Epsilon-Umgebung. Für diese Glieder gibt es ein Maximum respektive ein Minimum und somit gibt es eine obere respektive eine untere Schranke. Das heißt, jede konvergente Folge ist beschränkt. Die Cauchy-Folge unterscheidet sich darin, dass sie den Abstand zwischen zwei Folgenglieder betrachtet. Ab einem gewissen Groß N ist der Abstand zweier Glieder kleiner Epsilon. Auch hier kann Epsilon beliebig klein gewählt werden. Wird der Abstand zwischen den Folgengliedern stets kleiner, dann konvergiert die Folge gegen einen Grenzwert. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!